Das ist ein Gefühl, heute wie damals, dass irgendetwas schiefläuft und dass Menschen sich nicht mehr repräsentiert fühlen in einer anderen Konstellation politisch. Die Ohnmacht der Leute ist zum Teil die gleiche. Das Schlimme ist nur, dass ich damals eine konstruktive Sie können Stimmung. Sie sagen, die Ohnmacht ist das Gleiche. Sie können sagen, das Ohnmachtsgefühl ist das Gleiche. Also Sie können als politischer Mensch niemals sagen, die Ohnmacht ist das Gleiche. Das ist doch fahrlässig. Also ob ich vom Ohnmachtsgefühl, also das kann aber kein normaler Bürger auseinanderhalten. Na, aber wir beide können das schon auseinanderhalten. Naja, aber wir reden ja nicht nur für uns, wir reden für die Bürger. Ich bin aber total gegen Sie, wenn Sie sagen, das ist ja genauso eine Ohnmacht wie damals. Wie können Sie sowas sagen? Ich war ja noch nicht ganz fertig. Naja, hoffentlich.